imposante Atmosphäre hier im Berliner Olympiastadion. Also der Satz vom deutschen Wembley, er ist bestimmt nicht übertrieben. Das ist das Schöne am Pokal, es gibt diese Überraschungen. Der Cup ist immer für Überraschungen gut, liegt auch am K.O.-System, das man dankenswerterweise erhalten hat. Wenn wir uns die beiden Mannschaften mal annehmen, Rot-Weiß Essen. Und in diesem Jahr hat Rot-Weiß Essen so etwas wie die Rolle des Pokalschrecks übernommen. Wir sehen uns den Weg noch einmal an. Thomas Skulski hat die Station nachgezeichnet und hat sich auch an große Tradition erinnert. Nicht nur die Zweibeiner in Essen können es kaum noch erwarten. Vier Jahrzehnte nach den letzten großen Erfolgen will Rot-Weiß seinem Vereinsmotto neues Leben einhauchen. 1953 holten die Männer von der Hafenstraße schon einmal den DFB-Pokal. Zwei Jahre später ließen die Herkenrath, Rahn und Islacker noch die deutsche Meisterschaft folgen. Gegen Kaiserslautern allerdings mit einem nicht ganz astreinen Tor. In der 37. Minute kommt es zu dem heiß umstrittenen Tor der Essener. Termat flankt, Islacker hechtet und stößt den Ball ins Tor. Hölz protestiert auf Abseits. Hier noch einmal das umstrittene Tor. Wenn auch mitunter knapp, umstritten war Essens Weg ins diesjährige Pokalfinale nicht. Den 3:2 Erfolgen über Bocholt und St. Pauli folgte im Achtelfinale ein 4:2 über den MSV Duisburg. Es war jenes Spiel mit dem Maulwurftor, als Duisburgs Rollmann der Ball ans Schienbein sprang und Harald Kügler herzlich dankte. Wiedersehensfreude schließlich verbreitete Jürgen Wegmann mit seinem 4:2. Der einstige Essener, der für dieses Spiel kurzerhand ausgeliehen worden war. Beim Viertelfinale in Jena blieben auch 120 Minuten torlos. So feierten die Essener Weihnachtsmänner ihre Elfmeterhelden. Robert Reichert verwandelte zum 6:5. Und Frank Kurt dankte seinen Fingerspitzen. Die Mannschaft anschließend ihm. Im Freudentaumel begraben auch Trainer Jürgen Röber, der dann zum VfB Stuttgart ging. Den Weg über Tennis Borussia nach Berlin wies Wolfgang Frank, der als Profi in Dortmund unter Otto Rehhagel trainiert hatte. Lipinskis Ecke nutzte Bangura zum 1:0. Essens vorerst letztes Pokaltor macht Appetit auf mehr. Jürgen Makrell. Ob heute weitere folgen, wüsste auch Stadionhund Asko nur allzu gern. Frank Frank ist hier, Trainer von Rot-Weiß Essen, Ex-Profi. Wie viele Bundesligaspiele mehr als 200 waren es? Ja, um die 250 mit der Saison in Holland. Also hat gespielt bei Stuttgart, Nürnberg, Dortmund, Braunschweig. Wolfgang Frank, alles ist möglich, wenn alles zusammenkommt am Tag X. Sie sind ein Trainer, der selbst die Biorhythmen der Spieler akribisch auswertet. Jetzt sagen Sie uns doch mal, passt alles zusammen bei Essen heute? Ja, im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Mannschaft ist da von der Moral her gut drauf. Es wird sicher ein bisschen vom Spielverlauf abhängen, wie die Sache anfängt. Und dann haben wir sicher gute Chancen, wenn es da etwas für uns geht. Ich nehme an, wenn Sie den Spielverlauf ansprechen, Sie müssen so lange wie möglich ein 0:0 halten. Ein früher Gegentreffer wäre in Anführungsstrichen, sagen wir mal, tödlich. Besser wäre natürlich, wenn wir in Führung gehen könnten. Dann bekommen sicher die Bremer Probleme. Aber wir werden sie vor allem im Mittelfeld versuchen, hart zu attackieren. Und dann bin ich überzeugt, haben wir eine Chance. Bringt uns schon zu Ihrer Mannschaftsaufstellung. Wir gucken uns das mal gemeinsam an. Da ist also die Kurt im Tor. Kügler ist Libero, ist klar, nicht? Pickenecker ist dabei. Das war eine kleine Überraschung. Ja, er ist wieder fit geworden. Da bin ich eigentlich sehr froh, weil er natürlich große Routine hat. Und er wird auf Windenhofer spielen. Dann haben wir Reichert, Markgräf und dann der junge C, die 19 Jahre. Der soll Mario Basler decken? Er wird auf Mario Basler spielen. Und ich bin überzeugt, dass er sehr unbekümmert an diese Aufgabe herangeht und eine gute Partie abgeben wird. Ja, dann haben wir das Mittelfeld. Spürker, dann zurückgezogen Bangura, Lipinski. Und vorne Dondera, der Arme, der Kleine gegen die langen Kerls aus Bremen. Ein kleines Problem für Sie, muss da viel aus der zweiten Reihe kommen? Ja, es muss einiges aus der zweiten Reihe kommen. Vor allem mit Bangura und Lipinski haben wir zwei konterstarke Spieler und da hoffe ich doch, dass einiges geht. Und ich hoffe einfach, dass es eine Gerechtigkeit gibt und dass wir heute das Spiel gewinnen. Wolfgang Kammann, wir hoffen zumindest eins, dass das Spiel so lange wie möglich offen ist. Denn das wäre für alle Fußballanhänger das Schönste. Ihnen viel Erfolg, danke. Egal wie schön und wie gut der Ball inzwischen ist, er muss hin und her und möglichst oft ins Tor. Ich freue mich, dass ich Sie zu einem so wunderschönen Abend hier im Olympiastadion begrüßen darf. 25 Grad, herrliches Wetter, tolle Stimmung. Sie haben das ja jetzt schon eine halbe Stunde lang mitgekriegt. Die Mannschaften sind noch nicht auf dem Spielfeld. Alle erwarten natürlich ein schönes, ein spannendes Fußballspiel zwischen Werder Bremen und Rot-Weiß Essen. So ein Pokalspiel ist ja immer was
ganz Großes. Da oben sehen wir Manfred Amarell, 47 Jahre alt, Hotelkaufmann aus München, macht sein letztes großes Spiel, tritt dann ab von der Bühne, hat sein Alter erreicht. Seine Assistenten sind Kurt Ertl aus Günzburg und Günter Holz aus Lauingen. Meine Damen und Herren, aus Anlass des deutschen Pokalfinales die Nationalhymne. Ist das schön, und wir könnten uns jetzt mal die Mannschaftsaufstellungen anschauen. Da haben wir zunächst Werder Bremen mit Oliver Reck im Tor, Thomas Wolter mit der 2, Marco Bode hat die 3, Ole Bratzett in seinem letzten Spiel für Werder die 4, Dietmar Beiersdorfer mit der 5, Mario Basler, der seinen Vertrag verlängert hat, mit der 6, Dieter Eils hat die 7, Mirko Votava, der 38-Jährige, die 8. Bernd Hopsch, die 9. Andreas Herzog, von dem man nicht weiß, bleibt er oder geht er, die 10. Und Windenrufer, die 11. Otto Rehagel, der Trainer, hat sich vor dem Spiel ziemlich klar geäußert. Er hat gesagt, wir sind Favorit, wir müssen gewinnen. 70-30, schätze ich, stehen die Chancen für uns. Und hier haben wir die Essener, die das natürlich ganz anders sehen. Mit Frank Kurt, dem großen Rückhalt im Tor. Er geht weg, er geht zu Wattenscheid. Ingo Fickenecker leicht angeschlagen mit der 2, der Mannschaftskapitän. Matthias Jack hat die 3. Dauda Bangura die 4. Adrian Spirka die 5. Jürgen Markgräf die 6. Christian Dondera die Spitze die 7. Mit der 8 Jörg Lipinski. Mit der 9 Harald Kügler. Der Libero mit der 10 Christian Cedi, der Basler kaltstellen soll. Und mit der 11 Robert Reichert. Viel Erfolg, und die Essener versprechen sich von ihm einiges für heute. Angepfiffen hat Manfred Amarell. Die Essener zunächst von links nach rechts in Rot-Weiß. Die Essener. Bangura, der Mann aus Kroatien. Amarell, ein Mann, der immer schon darauf bedacht war, das, was der Weltfußballverband, die FIFA, jetzt mit aller Gewalt durchsetzen will, durchgesetzt hat. Er hat immer schon sehr streng gepfiffen. Kurt, der so manchen Sieg für die Essener gesichert hat. 9 Jahre hat er im Tor gestanden, und jetzt wird er in der neuen Saison bei Wattenscheid 09 spielen. Er ist nicht der Einzige, der geht. 10-12 Spieler wollen Rot-Weiß verlassen. Einige sollen den Club verlassen. Daran sind sowohl Vereinsführung als auch Trainer interessiert. Aber so ein halbes Dutzend ganz wichtiger Leute hat zugesichert zu bleiben. Und die Chance! Das war Dondera, der schnelle Mann, Christian Dondera. Ist nur 1,68 hoch und wird es natürlich ganz, ganz schwer mit den langen Kerls dahin, mit Beiersdorfer, mit Bratzett, mit dem knorrigen Eils.
mit Votava und Wolter. Wiederholung. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Klares Foul, Freistoß für Essen. Mit der 8, das ist Lipinski. Und schießen wird wohl Bangura. Herzog dazwischen. Chance für Bode, wäre das um ein Haar geworden. Freistoß für Bremen. Ja, Ellbogen war draußen. Amarell hat es gesehen. Basler. Und abseits, gut gesehen. Die Essener machen das sehr geschickt. Sie halten die Abwehr zusammen, wenn die Bremer anstürmen. Und rücken dann, wenn sie selber im Ballbesitz sind, langsam aber sicher nach vorn. Jetzt wieder alles zurück. Sie sind natürlich auf der Hut, das ist klar. Sie wollen nicht gleich zu Beginn ein Tor kassieren und die Bremer dann richtig in Schwung kommen lassen. Dabei sind sie natürlich daran interessiert, möglichst rasch selber ein Tor zu schießen, zu kontern. Sie haben zwei, drei gute Leute vorn, die das können. Die Essener. Adrian Spürker, vorher mal in Saarbrücken. Hier der Mann mit der 5, Udo Lattek, hat ihn seinerzeit nach Köln geholt. Und als. Ja, Bode! Und Hopsch. Damit ist Hopsch natürlich nicht einverstanden. Aber die Entscheidung war absolut korrekt. Sein Einsatz gegen Jack nicht sauber. Freistoß. Naja, da gibt es gar nichts und Amarell macht das absolut richtig, greift von Anfang an ganz energisch durch. Und immer ein Lächeln auf den Lippen. Streng, aber herzlich.
etwa die gleiche Distanz wie eben. Wieder Bangura. Lipinski wird vorlegen. Stürker wird stoppen. Im Gegenteil, jetzt macht er es selber. Abseits, ja. Sehen wir nochmal. Ja, den Ball genau ins Gesicht. Schüttelt sich, steht wieder, macht weiter. Achtung, Pickenecker. Auch ein wichtiger Mann da hinten drin, aber leicht angeschlagen immer noch. Leistenzerrung. Und jetzt Lipinski. Reichert am linken Flügel. Rufer weit zurück. Ist aber allein auf weiter Flur. Hat das Beste draus gemacht. Viertelstunde gespielt, immer noch 0:0. Freistoß Werder Bremen. Basler, der einen kernigen Schuss hat. Angura. Die Essener rücken nach. Chance für Bode und Chance für Herzog und 1:0. Herzog oder Beiersdorfer? Hab so schnell nicht erkannt. Achtung, Wiederholung. Beiersdorfer? Ja, Beiersdorfer. Otava ist hinten geblieben, Beiersdorfer konnte aufrücken. Wiederholung, Marco Bode und in der Mitte völlig frei. Dietmar Beiersdorfer. Und Werder führt 1:0, die erste wirkliche Torchance für die Bremer. In der 17. Minute geht also der Bundesligist in Führung. Aber da hatten sie Beiersdorfer auch sträflich freistehen lassen. So, jetzt werden die Essener einen Zahn zulegen müssen, damit sie nicht in einen Strudel geraten und untergehen. Und da sind sie auch schon. Ja, und da hätte Kügler die Chance gehabt zum Ausgleich. Brazet nicht sehr erbaut von dem, was seine Abwehr da eben fabriziert hat. Nochmal Kügler. Popsch. Beiersdorfer, jetzt Herzog. Popsch. Und abseits, abseits wird gelingt. Sehr schön wäre das gewesen. Mario Basler im Abseits. Ja, ja, er schimpft und mag es nicht wahrhaben wollen, aber man sieht es, weil ihr seht die Szene da deutlich zu sehen. Und Freistoß Basler. Probiert er direkt sehr. Heimtückisch kam der da angerutscht als Aufsetzer für Frankfurt. Chance für Essen, Bangura. Also ganz so sattelfest, wie man sich das vorstellen könnte, ist die Bremer Abwehr nicht. Zweite Ecke für Essen. Schauen Sie mal, der kleine Dondera da gegen den langen Beiersdorfer. Alles sauber, kein Abseits, aber wenn er noch hinkommt, nee. Nach 25 Minuten immer noch 1:0 für Werder Bremen und die Essener werden den Teufel tun, ihre Taktik, ihre Form zu verlassen
und Dondera. Nicht gepfiffen, aber hier, Foul an Herzog. So, jetzt mal Rot-Weiß Essen. Spürka. Links ist was frei. Oder so, wer ist aufgegangen? Meine Güte, Dondera hat den Ball verpasst. Sehen wir sicher nochmal. Das war die dickste Chance. Achtung. Spürka, der Ball rutscht durch alle durch und an Dondera vorbei. Bode. Und Tor, nein, nicht Tor. Ist das denn die Möglichkeit? Mario Basler. Wunderschöner Spielzug. Denken wir nochmal zu sehen. Popsch macht es sehr schön mit Bode. Und Bode lässt nochmal abtropfen zu Basler, der ihn natürlich voll aus der Luft nimmt. Und da ist das Risiko besonders groß. Noch einmal die Szene. Herrlich gespielt, wunderschön. Oh, da hat man gesehen, dass Kickenecker wirklich noch ernsthaft angeschlagen ist. Immer wieder Basler dort drüben. Ich nehme an, dass Wolfgang Frank Pickenecker gleich rausnehmen muss. Er signalisiert schon. Komm rüber, wir müssen was machen. Und wir werden dann gleich erleben, dass der Mann mit der Nummer 12 reinkommt, nämlich Roman Geschlecht. Den wollte er eigentlich von Anfang an spielen lassen, aber ihm war die Routine, die Abgebrühtheit Pickeneckers dann doch sehr viel wert. Aber noch ist der Wechsel nicht vollzogen. Bangura steht auch wieder. Lipinski. Reichert. Nochmal. Alle sind aufgerückt. Alle Essener. Und jetzt ist die Gefahr da. Für den Konter. Ja, 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 das ist natürlich das, was Trainer Frank befürchtet hat. Wenn wir dann zu leichtsinnig werden und zu weit drücken, zu weit öffnen, dann kommen die Bremer und kontern uns aus. Lipinski. Gut gedacht. Für Cedi sollte der sein. Den 19-Jährigen. Herzog. Pass für Rufer. Den muss er direkt nehmen. Hat er auch gemacht. Mit rechts hat er ihn geschossen. Links ist sein starker Fuß. Egal, probiert. Sehen wir nochmal. Wunderschöner Pass von Herzog wieder, der ein gutes Spiel macht. Empfiehlt sich also hier aufs Allerfeinste. Sowohl für Werder als auch für Bayern München. Auch da
ganz gefährliches Ding. Aber ein sehr zuverlässiger Torwart, Frank Kurt. 1,87 lang. 35 Minuten sind rum. 1:0 immer noch für Werder Bremen durch das Tor von Beiersdorfer in der 17. Minute. Die Bremer haben das Spiel deutlicher in die Hand bekommen. Die Essener haben jetzt doch viel mehr zu tun als zu Beginn. Ganz allein, kann in aller Seelenruhe den Ball annehmen. Und wer ist da? Basler ist da. Und Tor. Diesmal war es aber Herzog. Wunderschön gespielt, aber ich weiß nicht, wo die Essener waren. Rufer konnte in aller Gemütsruhe den Ball annehmen. Hier hat er ihn schon. Holt sich Barca den Ball, flankt ihn nochmal rein, direkt aus der Drehung hat er das gemacht. Wunderschöner Spielzug. Also, wenn die Bremer so aufspielen dürfen, da hinten in der Essener Abwehr, dann ist natürlich nichts zu machen. Die sind so schnell und das Ganze ist so witzig vorgetragen, so intelligent. Da bleibt dann den Essener nur noch das Zuschauen. Inzwischen haben wir gewechselt. Roman Geschlecht ist ins Spiel gekommen. Für Ingo Pickenecker. Hat ein Belastungstraining hinter sich gebracht, schien zu gehen, aber sie haben es ja eben mitgekriegt. Und gar nicht schlecht hier. Sehr schöne Szene für die Essener. Jack und Dera, nochmal Jack. Ja, da war er. Sehr schön. Oliver Reck hat aufgepasst. Der kam für Torwart Gold, richtig. Er konnte, wie man früher sagte, eine Robinsonade anbieten. Ja, sagt Wolfgang Frank. Das ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Ja, unglaublich. Foul von Motava. 45 Minuten sind rum, aber den Freistoß werden wir sicher noch kriegen. Wieder Lipinski. Richtig gesperrt. Klar, Hopsch, was soll sein? Was soll sein? Lipinski. Sie hören es, die Essener kriegen ihren Beifall. Sie verdienen hier alle Achtung, aber 2:0 steht es. Für Werder Bremen der Halbzeit. Alles geht seinen normalen Gang. Solange Rot-Weiß Essen Zeit hat, mit dem Ball umzugehen, ist alles gut. Aber sonst muss man eindeutig den Bremern hier sagen, dickes Kompliment, ihr macht das Spiel. Weizsäcker, ein Satz zum Spiel. Ach, das Spiel ist erfreulich, auch wenn man nicht im Ernst bestreiten kann, dass die eine Mannschaft ein bisschen überlegen ist. Für die Essener ist es ein bisschen schwer, in unmittelbarer Tornähe auszunutzen,
was Sie gut bis in die Turnier bringen. Aber wenn Sie sehen, mit welcher Zuneigung und Begeisterung die Essener Fans hier versammelt sind, so eine schöne Atmosphäre, und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, schöner als heute Abend kann die Atmosphäre kaum sein. Danke, Herr Bundespräsident. Spiel geht weiter. Ich gebe wieder runter. Ja, Otto Rehhagel, ganz kurze Frage. 2:0. Ich glaube, der Trainer des SV Werder muss beruhigt in der Pause gewesen sein. Ja, aber wir müssen trotzdem aufpassen. Der Gegner wird jetzt meiner Ansicht nach total offensiv werden. Und wir müssen jetzt die nächsten 10 Minuten überstehen. Wenn uns ein drittes Tor gelingen sollte, glaube ich, ist das Spiel für uns entschieden. Danke, Otto Rehhagel. Ich gebe ab zu Dieter Kürten. Die Regie hat Norbert Geis. So, angepfiffen vor 3 Sekunden. Beide Mannschaften unverändert. Und Otto Rehhagel hat es gesagt, wir müssen jetzt während der nächsten 10 Minuten aufpassen. Die werden mit aller Gewalt offensiv kommen, die Essener. So wie das während der ersten Viertelstunde war, dass die Bremer auf Abwarten gespielt haben. Sie haben in aller Ruhe erstmal sich das alles angeguckt, haben die Essener dann und wann mal kommen lassen. Aber dann nach dem ersten Tor in der 17. Minute durch Dietmar Beiersdorfer haben sie energisch zugepackt, haben dann in der 38. Minute das 2:0 erzielt durch Herzog. Und man muss sagen, sie hatten jetzt bis zur Pause die Domäne und haben hier absolut sicher das Spiel im Griff gehabt. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob die Essener noch zuzulegen haben. Sie hatten ihre Taktik eine ganze Weile durchhalten können, nämlich hinten Ruhe zu bewahren, eine Linie aufzubauen. Herzog in glänzender Laune, ganz allein, ein Hopsch und zack, Glück gehabt, aber prima reagiert, Frankfurt, und jetzt haben Sie es wieder mal gesehen, wenn Tempo gemacht wird, wenn hinten die Bälle verloren werden, wenn die Essener nicht wirklich einen richtig kräftigen Zahn zulegen können, dann sieht es finster aus. Unten bahnt sich ein Wechsel an. Es kommt mit der Nummer 13 Oliver Grein und es geht vom Platz mit der 11 Robert Reichert. Grein ist Stürmer, wie Reichert auch. Also Frank will dranbleiben. Wolfgang Frank, der Trainer. Bürka. Und die Chance für Essen, ja! Bangura hat ihn endgültig über die Linie befördert und jetzt geht's nochmal rund. Wiederholung, erster Schuss von Spürka. Dann war das Markgriff und schließlich Bangura zum 2:1 in der 50. Minute. Thomas Wolter tippte auf Abseits, aber er tippte falsch. Und da war auch für Beiersdorfer nichts mehr zu holen. Hier ist der Torschütze. So, nun sieht die Sache schon wieder anders aus. Wieder Basler beim Freistoß. Das macht aber diesmal Herzog. Sie hören es, leben auch wieder auf den Rängen.
30.000 Fans sind mitgekommen mit den Essenern. Basler und da drüben Bode. Der diese vielen Chancen braucht, bis er mal den Ball ins Netz befördert. Hier haben wir den großen, hochgewachsenen Linksfüßler, der so oft vor dem Tor steht, so oft die Chance hat, was zu machen und dann, wie in diesem Falle, scheitert. Ja, Freistoß für Bremen. Beiersdorfer glasklar, umgerempelt, keine Frage. Das sind 18 Meter, jetzt vielleicht 20. Bin hier mal gespannt. Sind sie alle versammelt? Herzog, Rufer, Basler, Eils. Herzog. Tor, nein. Haarscharf. Die Werder-Fans sind auch so richtig aufgewacht und unten auf der Bank sehen wir Otto Rehhagel, der jetzt keineswegs mehr gelassen und in aller Gemütsruhe sich das anschauen kann. Jetzt ist er der alte Otto. Achtung! Spürker. Immer noch. Jetzt auch Turbulenzen in der Bremer Abwehr. Dritte Ecke für Rot-Weiß Essen. Und wenn die diese Euphorie halten können, dann wird es nochmal ganz knapp. Rein. Ecke von der anderen Seite, Nummer 4. Bleiben die Essener am Drücker und sie hören die, ich schätze jetzt mal 50.000, denn der Kleine hat ja immer auch noch die Sympathien derer, die sich sonst neutral geben. Die wollen hier, die wittern eine Sensation, natürlich das 2:2. Alle Mann hinten bis auf Basler. Die rechte Seite ist frei. Adrian Spürker probiert es immer wieder selber, diesmal aus 25 Metern. Also von Bremer Überlegenheit im Moment nichts zu spüren. Eine Stunde gespielt, 2:1 für Werder Bremen. Essen hält dagegen. Das war das wieder. Tick schneller geschaltet hat Beiersdorfer. Oh ja, das muss man jetzt aber mit einer gelben Karte begleiten, denke ich. Er nestelt auch bereits an seinem Hemd. Amarell. Otto ist sehr grimmig jetzt. Schimpft und tobt. Und Manfred Amarell hat erstmal damit zu tun, die Gemüter zu beruhigen. Schafft er auch. Und ich denke, er wird noch die gelbe Karte zücken. Wo ist der junge Mann? Wo ist der? Da hat er es, jawohl. Gelbe Karte für Oliver Grein. So, hier sehen wir es nochmal. Ja. So geht's nicht. Otto pfeift und will wechseln. Aber erstmal Freistoß für die Bremer. Hier haben wir mit der 13 André Wiedener, den Otto Rehhagel gleich einwechseln wird. Wir müssen mal schauen, wer raus muss. Wiedener, Abwehrspieler, Manndecker. Vielleicht hat er das Gefühl, der Trainer, dass er die
Abwehrreihen verstärken muss. 2-1 führt Werder Bremen. Und die Essener spielen wacker mit im Moment. Frank und Rehhagel, beide an der Seitenauslinie mit wilden Gesten. Hier haben wir Wolfgang Frank, der ja unter Otto Rehhagel gespielt hat. Also Rehhagel war Trainer in Dortmund, als Frank dort Mittelstürmer spielte. Thomas Wolter, und das sah so ein bisschen nach Revanche aus und kriegt dafür auch Gelb. Ja, kann man vertreten. Dazu ist die Sache jetzt zu hitzig. Matthias Jack hat endlich Zeit, in die Offensive zu gehen. Cedi mit der Flanke und aus dem Hintergrund wieder Spürker, der mit dem kräftigen Schuss. Immer noch die Essener. Mal gucken, was das für ein Dreck ist draußen. Und geht wieder zurück. Mein lieber Mann. Auch Oliver Reck ist nicht frei geblieben von der Nervosität, die offenbar die ganze Mannschaft jetzt befallen hat. Immer noch die Essener und sechster Eckball für Essen. Man kann förmlich spüren, dass den Bremer Spielern das jetzt deutlich bewusst wird, was Otto Rehhagel ihnen vorher gesagt hat. Achtung! Und hin, das wäre noch eine Ecke. Ja. Nummer 7. Nämlich, passt bloß auf, wenn wir hier verlieren, dann lacht ganz Deutschland über uns. Und jetzt sind sie in dieser schwierigen Situation. Lipinski. Und abseits. Und Otto Rehhagel, den hält nichts mehr. Der spürt genau, dass es im nächsten Moment knacken kann. Ist das denn zu glauben? Jetzt spielen die richtig Fußball mit denen. Das, was man während der ersten Halbzeit überhaupt nicht gesehen und nicht für möglich gehalten hat. Jetzt schaffen sie es da. Jetzt macht also so ein Tor dermaßen viele Kräfte frei. Und eine solch euphorische Stimmung. Und offenbar kriegst du da nochmal den sechsten Gang und wirst so schnell, wie du es gar nicht für möglich gehalten hast. Und die Leute haben einen Spaß hier. Das ist doch klar. Genau so ist es. Das war er wieder. Spürker. Der kann links und rechts schießen. Ein lieber Mann. Kopsch. Obwohl er gar keine Chance hatte, eigentlich an diesen Ball noch ranzukommen. Schritt schneller. Das ist es eben, was sie doch noch unterscheidet, die beiden. Aber die Harmonie ist flütsch. Da ist nichts mehr im Moment zu spüren von dem, was Bremen während der ersten Halbzeit geboten hat. Große Angst haben sie, Fehler zu machen. Achtung! Wolter geht auf Nummer sicher. Muss er auch.
Ecken für Rot-Weiß Essen, 2 für Werder Bremen. Das sagt auch was aus. Schauen Sie sich das an. Thomas Wolter kriegt es aber jetzt kräftig. War schon im Aus. Matthias Jack beim Einwurf. Alle Essener aufgerückt in der Bremer Hälfte, alle Bremer zurück. Basler hält die Stellung allein vorn, aber in der eigenen Hälfte. Das Risiko bleibt natürlich für Rot-Weiß Essen. Die drücken jetzt mit so viel Kraft und laden zum Konter ein. Aber sie müssen ja auch. Sie liegen 2-1 zurück. Tohu Wabohu vor Oliver Reck. Da staunt auch Mirko, der 38-Jährige. Damit hat mit Sicherheit keiner gerechnet, dass Werder Bremen noch mal dermaßen unter Druck geraten würde. Ecke Nummer 9. Belagerungszustand. Otto Rehhagel und Karl-Heinz Kamp, sein Co-Trainer, wissen im Moment nicht, was sie machen sollen. Wie sollen sie ihre Jungs wieder stabilisieren? Es ist die reine Freude, dass du willst. Von den Toten auferstanden. Sie beschimpfen Dondera und werfen ihm vor, eine Schwalbe produziert zu haben. Manfred Amarell, der Schiedsrichter, hat das so auch gesehen. Offenbar, wir schauen uns das nochmal an. Etwas zu spät. Etwas zu spät, aber ich glaube, Wolter war da. Nochmal die Szene. Nein, er hat ihn tatsächlich nicht berührt. Jedenfalls nicht da, wo es kritisch zu sein schien. Das Bein blieb ein bisschen stehen und Mario Basler verlässt den Platz. Für ihn kommt mit der Nummer 13 André Wiedener. Mario Basler während der ersten 45 Minuten der beste Mann bei den Bremern. Genau, Otto Rehhagel geht jetzt verstärkt in die Abwehr. Popsch ist rübergekommen auf den rechten Flügel und guckt sich an, wie seine Abwehr ins Schwimmen gerät, immer mehr ins Schwimmen. Wiederholung nehme ich an. Dieser Schuss von Lipinski und Otto dirigiert und dirigiert, hier haben wir die Szene. Jetzt passiert das, was Wolfgang Frank, den wir hier sehen, erträumt hat, nämlich seine Essener Mannschaft schnappt die Bremer schon an der Mittellinie. Alles jetzt drüben, bis auf den Torhüter. Alles drüben bei den Bremern
im oder unmittelbar vor dem Strafraum. Noch 3:1 für Werder. Rufer, Hals, wieder gestoppt. Essen mit dem Mute der Verzweiflung. Es wird gleich der Schiedsrichter zu Otto Rehhagel kommen und sagen: Lieber Herr Rehhagel, bitte, bitte, ja. 50 Minuten lang schien das eine Pflichtübung zu sein für Werder Bremen. Und jetzt ist es ein richtig duftes Pokalendspiel, so wie man sich das wünscht. Oliver Reck in sehr guter Form. Ein Glück für die Bremer. Sie werden es gelesen haben, Reck, Legert, als Hopsch, die vier Bremer, auf Abruf bereit für die Nationalmannschaft, für die Weltmeisterschaft in den USA. Und jetzt Windenrufer. Achtung, Achtung. Da haben wir ihn groß, die Neuseeländer. Zeit gewinnen, sagt auch Herzog, umgerissen, ja. Muss er verhalten. Herzog macht das selber. Und die dritte Ecke für Werder hat lange gedauert, bis sie wieder mal nach 25 Minuten sitzt sie wieder mal so richtig vor dem Essener Tor. Zehn Minuten noch. Da hinten. Jetzt muss wenigstens einer nach vorne. Jawohl, da ist Dondera und drüben Bangura. Mal gucken, was die beiden machen. Greiner kommt rein, kommt mit. Immer noch Essen, immer noch Essen, immer noch. Links ist Platz, rein, links ist Platz. Lipinski. Dondera. Wie gesagt, 1,68. Ein Stückchen zu kurz. Für Thomas Wolter. War das genau die richtige Höhe und die richtige Länge? Ich höre eben von unten, vom Spielfeldrand, Rolf Töpperwien hat mit Otto Rehhagel Kontakt gehabt. Basler ist also keineswegs verletzt, sondern es war eine taktische Auswechslung mit André Wiedner, will Otto Rehhagel die Abwehr stabilisieren. Und jetzt sehe ich den Mann mit der Nummer 12 sich fertig machen. Das ist Uli Borowka, der nun endlich doch noch zu seinem Spiel kommt. Natürlich auch kein Stürmer, wie wir alle wissen. Er laboriert immer noch an einem Fußbruch herum, hat zu früh begonnen mit dem Training, deshalb geht es nur ganz schleppend voran. Vor 4 Jahren war er gesperrt, da konnte er nicht mitspielen im Pokalendspiel gegen Kaiserslautern. Aber jetzt kriegt er wahrscheinlich die Chance für die letzten 8 Minuten. Der Ball war aus.
und die Möglichkeit zum Tausch. Mit der Nummer 10 verlässt Andreas Herzog, also zwei der großen Spielmacher in der Bremer Mannschaft, nämlich Basler und Herzog, nicht mehr dabei. Dafür zwei knochenharte Jungs hinten drin, André Wiedener und Ulrich Borowka. Aber Otto Rehagel wird sich denken, besser so und 2:1 gewinnen, als hier in Schönheit sterben. Sehr schön hat er das gemacht, Christian Zedi. Und weniger schön, was Dietmar Beiersdorfer da anzubieten hat. Hat er Glück gehabt, dass er nicht die Karte kriegt. Wiederholung. Ganz klar ausgebremst. Harald Kübler, das Freistoß. Da ist kein Mensch mehr vorn. Und Otto Rehagel hat erkannt, noch 5 Minuten zu spielen und mit spielerischen Mitteln ist diesen Essern jetzt nicht mehr beizukommen. Jetzt wird verteidigt, auf Dörgel kommt raus. Wir müssen das 2:1 halten. Hopsch. Rufer kommt mit. Kein Foul. Amarell stand direkt daneben. Die Essener. Ja, da sieht man, die sind fix und fertig. Die sind müde. Bei der Ballannahme schon sah man, dass Christian Zedi wackelig und jetzt dieser befreiende Pass ins Aus. Kein Wunder. Die haben weit über ihre Verhältnisse gespielt während der zweiten Halbzeit. Yes. Rufer wird er alleine machen. Achtung und Rufer! Ja, das ist die Szene. An den Pfosten, aber da war die Hand im Spiel. Da war die Hand im Spiel. Ja, den wir nochmal sehen in der Zeitlupe. Amarell erkundigt sich bei seinem Linienrichter und auch der hat gesehen, da ging die Hand hoch. Achtung, hier ist die Szene. Jetzt kommt die Szene. Der Zwölfer hebt die Hand, jawohl, und lenkt den Ball an die Latte. 11 Meter für Werder Bremen. Und es muss die rote Karte geben für die Nummer 12, für Roman Geschlecht. Ja, wenn der sitzt, dann ist natürlich alles aus. Noch 3 Minuten zu spielen. Schiedsrichter Amarell belässt es beim Elfmeter. Regelgerecht ist es nicht. Normalerweise müsste Geschlecht wegen absichtlichen Handspiels das Spielfeld verlassen. Ganz klare Verhinderung einer dicken Torchance bedeutet rot. Wintenrufer. Und Tor. Sehr schön gemacht. Verzögert, gewartet. 2 Minuten vor Schluss. 3:1 für Werder Bremen und das müsste der Sieg im 5. Pokalfinale für die Bremer sein. Torschütze, die Nummer 11, Winton Rufner. 2-mal vors Tor während der zweiten 45 Minuten und daraus wird dieser Elfer. Immer noch Sprechchöre für Rot-Weiß-Essen. Rot-Weiß-Essen, jawohl. Und man muss denen wirklich ein dickes Kompliment machen. Die Bremer darf man sicher feiern, aber vor den Essenern muss man den Hut ziehen. Eine Glanzleistung während der zweiten Halbzeit. Nicht nur kämpferisch, auch spielerisch haben sie hier den 76.000 eine ganz hervorragende Leistung geboten.
Und diese Mannschaft steigt in die Regionalliga ab. Und ich denke, dass die anderen sich in dieser Regionalliga warm anziehen müssen. Wenn diese Mannschaft hier im Kern zusammenbleibt, dann wird es mit dem Aufstieg nicht lange dauern. Und das ist auch das erklärte Ziel von Wolfgang Frank, der ein Jahr verlängert hat und gesagt hat, das wollen wir doch mal sehen, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, wir werden bald wieder oben sein und mein Ziel ist sogar die erste Bundesliga. Aber da muss natürlich einiges kommen noch. 5 Millionen hätten sie, das haben sie ausgerechnet, einnehmen können, wenn sie hier heute Abend als Sieger vom Platz gegangen wären. Und dann hätten sie sich entsprechend verstärken können. Unter anderem mit Frank Mill, der ja Borussia Dortmund verlässt, alter Essener, der wäre sicher gern zurückgekommen. Nun muss man abwarten und sieht die Sache natürlich schon wieder ganz anders aus. Und kurz vor Schluss noch einmal Ecke für Werder. Unten hat sich alles aufgebaut, denn jeden Moment muss Manfred Amerell abpfeifen. Dieses 51. deutsche Pokalendspiel, das mit Sicherheit Werder Bremen als Sieger sieht. Der war so gut wie drin, aber da stand noch das Bein eines Esseners beim Kopfball von Marco Bode, der also weiterhin vor dem Tor die größten Schwierigkeiten hat, den Ball ins Netz zu bringen. Die Bremer haben jetzt wieder Oberwasser, das sieht man. Hopsch, Wolter. Ecke. Die 5. jetzt für Bremen. Und Schluss. 3:1 schlägt Werder Bremen Rot-Weiß Essen. Nach einem in der zweiten Halbzeit hervorragenden Pokalfinale. Die Bremer dominierend während der ersten Halbzeit. Und dann sind die Essener gekommen und haben wacker dagegen gehalten. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu erleben. Haben Sie gedacht, dass die Bremer dann doch in der zweiten Halbzeit so in Gefahr bringen können? Ja, ich meine, wir wussten schon, als Zweitligist ist es natürlich, wenn es gut läuft, dann kann man natürlich, wenn man das Tor gemacht haben, gut nach vorne spielen. Aber dass die Bremer sich dann so in die eigene Hälfte gezogen haben, haben wir nicht gedacht. Mit ein bisschen Glück hätten wir das zweite Tor schießen können und dann wäre es wieder mit Sicherheit offen gewesen. Adrian, wenn Sie die Fans hier sehen, 25 sind gekommen, die wünschen sich natürlich, dass die Mannschaft zusammenbleibt. Bleibt sie zusammen? Bleiben Sie dann? Ich persönlich weiß noch nicht. Ich hoffe, dass ich bleibe. Ich meine, die Fans sind großartig. Wenn man sich vorstellt, dass wir nächstes Jahr in der Regionalliga spielen, ist das halt einfach traurig. Also normalerweise müssen wir zusehen, dass wir nächstes Jahr wieder aufsteigen und dann halt weiter nach oben. So großartige Fans gibt es nur einmalig. Also 25.000 waren es, die hier nach Berlin gekommen sind. Danke, Adrian Spürker, Ihrer Mannschaft. Allen Respekt, muss man sagen. Dankeschön, Adrian Spürker. Zum letzten Mal für Werder Bremen den Pokal. Otto Rehagel, hätten Sie sich den Verlauf der zweiten Halbzeit so vorgestellt, Rot-Weiß Essen war ja auf einmal klar dominierend? Ja, also uns bleibt ein tiefes Durchatmen, aber wir haben vor Halbzeit schon viele Chancen gehabt, haben ungenutzt gelassen. Und dann, wenn der Gegner, das haben wir in der Halbzeit besprochen, irgendwann noch eine Chance nutzt, dann wird es nochmal sehr gefährlich. Und dann sind wir nachher von einem Verleger in die andere getaumelt. Aber unsere Möglichkeiten, die wir noch hatten, die haben wir leider nicht untergebracht. Jeder fragt sich, warum haben Sie Ihre beiden Stars, Basler und Herzog, ausgewechselt? Ja, wir sind beide in der Rückwärtsbewegung nicht mehr so gut waren. Man konnte das sehen, dass wir total unter Druck geraten sind und uns gar nicht mehr befreien konnten. Und da musste ich dann noch zwei Abwehrspieler bringen, um das Schlimmste zu verhindern.